Ja, was geht und willkommen zurück zu einer weiteren Session. genau, wir müssen ein paar Quests erfüllen, um in der Hauptstory weiterzukommen. Oh, der war nice. Vielleicht mal zum Start der Folge. Genau, um in der Hauptstory weiterzukommen. Ich kann es mal kurz zeigen, in den Skaterlogs. Die Hauptmission ist hier, glaube ich, finde ich jetzt gar nicht. Hier, Skate Shop treffen. Das können wir aktuell nicht machen, weil uns da die nötige Erfahrung fehlt. Manual Hopping, das habe ich jetzt aktiviert. Da fahren wir jetzt hin. Da kriegen wir auch ein Deck, wie wir sehen. Wir haben uns in der letzten Folge so ein bisschen ausgerüstet, umgezogen. Na. Und ja, ich würde sagen, wir fahren mal zu Daven oder laufen hin und machen die Quest Manual Hopping. Eine gute Balance ist die halbe Miete auf dem Weg zu guten Manuals, aber du brauchst viel Geduld. Blablabla. Wie gesagt, ich lese hier nicht alles vor. Ja, sieht doch ganz easy aus. ja, ich glaube, einfach wird das nicht, aber würden wir irgendwie hinkriegen. Wir setzen uns hier mal einen Marker und dann fangen wir mal an. Okay, das fängt ja schon mal sehr gut an. Okay, nicht ganz die Drehung, beim letzten Pad, aber wenigstens beim Flip-Out. Okay. Gut, ich glaube, ja, haben wir abgeschlossen, Manual Hopping, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Leider steht nicht, wie viel Erfahrungspunkte man braucht für die Hauptmission, aber nun gut, wir werden jetzt ein paar Quests erfüllen und dann zurück zum Skate-Shop fahren. So, wir haben ein Howlin-Deck, wir brauchen das aber erstmal nicht. Ich würde sagen, wir suchen uns direkt mal eine nächste Quest aus. Äußere Parklinie. Wir gehen mal von oben nach unten durch. So. So, da ist der Loot schon. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das ist. Das müsste... steht gar nicht, wer das ist. Ist einfach nur ein Local. Okay. So, willst du helfen, die Ledge einzufahren? Ja, natürlich. Okay, wir sollen ja wahrscheinlich einfach die Ledge einfahren. Die steht hier Grind auf der Ledge. Dann Trick im Flat und dann nochmal ein Grind. Das können wir uns, glaube ich, auch aussuchen, was wir da machen. Wir haben vergessen, Marker zu setzen. Einmal hier und let's go. Machen wir mal hier so einen Quick Grind. Okay, hat nicht funktioniert. Ich glaube, Flip Out ist nicht notwendig. Na, jetzt funktioniert ja gar nichts. Okay, das sah doch ganz nice aus. Nach vielen Anläufen endlich geschafft. Sogar mit einem Baselight war es, glaube ich. Und suchen uns direkt mal die nächste Mission aus. Nehmen wir mal ein Stück Geschichte. Sprich mit dem New York City Local. Der ist vielleicht sogar hier in der Nähe. Gehen wir einfach mal durch den Park. So, da oben ist er. Kommen wir mal fixen. Mal Hardflip. Ach, das ist eine Dame. Okay. Dann quatschen wir mal mit der. So, hey, du bist Donovan's Homie. Jo, das bin ich. Okay, wir sollen Grind auf dem Handlauf machen. Okay. Ah, okay. Dann setzen wir uns hier mal einen Marker. Oder eine 9er Treppe. Schöner Nose-Grind. Sehr geil. Okay, 5 Grinds insgesamt. Slide. Oder ein Frontside Smith. Schöner Frontside Board Slide. Vielleicht mal was mit der Tail. So, jetzt müssen wir ein paar Tricks einfach nur die Treppe runter machen, ohne zu grinden. Irgendwie, boah, okay, der war übel. Aber nur 3 diesmal. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt über die Rail einen Trick machen müssen oder einfach nur runter. Suchen wir es mal. Oh, okay, das fand ich gut. Ja, sehr schön. Okay, haben wir es auch geschafft. Sehr geil. Ich finde ja allgemein so Tricks über eine Rail oder so eine Handlauftreppe runter sowieso mega.
Habe ich persönlich nie gemacht. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Da sind mir meine Knochen zu schade für. Oder was man sich ja auch immer brechen könnte. So, nächste Herausforderung oder Mission. Gap Grind. Kriegen wir sogar ein Deck für. Machen wir das mal. Sprich mit Dane. Dann ja, sehen wir uns gleich dort. So, wir sind bei Dane und jetzt Gap Grind. Okay, Olli hoch, dann einen Trick über die Gap und dann auf der Ray landen. Okay, zeigt uns das mal kurz. Aha, okay, verstanden. Erstmal hier rauf und dann unten auf die Ray. Das sollte doch eigentlich kein Problem sein, oder? Ja, vielleicht sogar mit Mail. Okay, ich glaube, da haben wir dann zu wenig Schwung. Aber wir müssen, glaube ich, einen Trick drauf, ne? Ne, Gap Grind. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt einen Trick. Schade, okay, das ist doch schwieriger, als es aussieht. Okay, ja, das war ein Frontside-Nose-Grind. War nicht so perfekt, aber hat gereicht. So, Mission abgeschlossen. Ich würde sagen, wir machen nur noch eine Herausforderung und dann gehen wir wieder zum Skate-Shop. So, Vorsicht vor der Gap. Zack. Das ist auch 140 Meter entfernt. Ist nicht allzu weit. So, da ist der New York City Local. Einmal mit ihm sprechen. Ich habe schon irgendwie eine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wir sollen da bestimmt einfach nur kurz hochfahren. Achso, nee, wir sollen hier einfach einen Kickflip. Achso, auf diesem Gap. Einfach einen Kickflip oder was? Ah, okay, verstanden. Okay, verstehe. Jetzt ist 360 Flip. Tatsächlich sind viele dieser historischen Challenges auch ja, wirklich historisch, also die wurden auch tatsächlich von Skate-Profis so durchgezogen. Das war ein Varial Flip. Das war ein 360. Und ein Backside Top Shuffled. Ja, das war ja ein 360 Top Shuffled. So, sehr geil. Okay, haben wir auch geschafft. Naja, genau, okay. Ja, erzählt uns noch ein bisschen ein paar kleine Tipps, aber wir als Profi brauchen seine Tipps nicht von so einem unbekannten Local. so, ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Skate Shop. So, da sind wir wieder. Jetzt müssen wir mit Donovan sprechen. Ihr merkt wahrscheinlich, ich kombiniere hier so ein bisschen Montagevideo und ja, normales Let's Play. Ich hoffe, das ist ruhig angenehm so, dass ich hier viel schneiden werde in dem Spiel, weil ich glaube, das macht das Ganze so ein bisschen ansehnlicher. So, du musst noch mehr mit den... Okay, ich muss noch mehr Erfahrungspunkte sammeln. Holy shit. Okay, dann müssen wir noch ein paar Challenges absolvieren. Was haben wir denn hier als nächstes? Treppengap im Underground Parking Lot. Oh, okay, das ist auch nice. Können wir mal im Untergrund, im Parking Lot was machen. Das ist dort hinten, ist nicht allzu weit weg. So, angekommen im Parking Lot. Hier ist der Local. Einmal mit dem Quatschen. Hier unten war ich tatsächlich schon mal. Ja, war ich. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich einfach nur runterspringen. Trick die Mauer hinauf und Gap über die Treppe. Vergessen, den Marker zu setzen, machen wir mal fix. So, dann let's go. Okay, ich glaube, mit dem Trick wird schwer. Okay, da müssen wir ein bisschen schneller reagieren. Olli rüber und dann schöner Varial Flip. Das war's doch, sehr geil. Ah, okay, Donovan spricht uns schon an, wir sollen zurück zum Shop. Nun gut, dann da kommen wir eh nochmal drauf zurück. Ich finde diese Parking-Lotte sowieso zum Skaten voll geil. Also hier gibt es viele coole Spots. Hier werden wir auf jeden Fall wieder zurück. Also, dann sehen wir uns im Skate-Shop wieder. So, wir sind angekommen. Jetzt können wir endlich die nächste Mission machen. So, während ich noch in Erinnerung schwelge, haben wir uns hier aufgewärmt, bevor wir auf die Straße gegangen sind. Blablabla. Okay, triff mich draußen. Ah, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, hier habe ich wirklich lange gebraucht beim ersten Mal. Das ist also, ich würde mal sagen, eines der ersten wirklich kniffligen
Herausforderungen oder Missionen. Meiner Meinung nach, weil das halt eine etwas längere Line ist und dann halt auch Switch. Okay, ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Ich glaube, wir haben immer... Okay, hier ist so der Start am besten. So, was sollen wir als erstes machen? Switch, Backside, Taste Light. Holy shit, ich hoffe, wir kriegen das hin. Ja, fängt schon mal sehr gut an. Kein Pop-Out, dann Fakie, Backside, Full Cap Flip. Holy crap, ich glaube, ich muss das hier... Ja, ich habe vergessen, Switch zu gehen. So. Okay, das war schon mal gut, aber ich habe einen Pop-Out gemacht. Wir dürfen nicht auspoppen. Geklappt. Ich glaube, der geht so. Nein, doch nicht. Fakie. Ich glaube, wir gehen Fakie nochmal. Ach so. So war das, glaube ich, auch nicht. Dann vielleicht so. Auch nicht. Jetzt mal gucken, wie das hier funktioniert. Auch nicht. Okay. Switch, Nosecrank und Flip Out. Nur noch. Was heißt nur noch? Ich bin gerade so lange am Gange, deswegen. So, es ist mittlerweile dunkel und ich habe diese behinderte Challenge immer noch nicht geschafft. Ja, es fehlt halt immer noch dieser Nosegrind. Ja, und dann der, also der Switch-Nosegrind, irgendwie kriege ich den nicht hin. Holy crap. Mama mir nach ja, knapp 20 Minuten habe ich es auch endlich hingekriegt. Diese miese, ich habe es ja von Anfang an gesagt, das ist eine... Und die Line war bei weitem nicht perfekt. Ne? Ich habe mir da jetzt echt viel Zeit gelassen. Ja, ey du, lass uns drin rennen. Okay, wir sollen jetzt mit dem Shop Eigentümer reden. Ich bin jetzt erstmal raus, ich bin fertig für heute. Also ich mache hier auf jeden Fall einen Cut und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, bei der nächsten Mission wieder, die hoffentlich nicht so tricky ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also bis dann. Ciao.